Wenn man etwas Sniper-Lead lassen muss, dann, dass es die meistgehasste Multiplayer-Klasse komplett ausreizt. Wie auch schon in den Vorgängern dreht sich hier alles ums Campen, Warten und den perfekten Schuss zu setzen. Wir hatten die Chance, den neuen Teil circa eine Stunde im Singleplayer und Multiplayer zu spielen und es ist weiterhin eine Erfahrung, die man so schnell woanders nicht bekommt. In der Mission, die wir spielen konnten, befanden wir uns auf einer riesigen Insel. Uns wurden mehrere Ziele vorgegeben, ein paar wichtige und ein paar optionale. Wie ein Spiel der alten Schule werden hier alle NPCs zu jeder Zeit simuliert. Nur weil ein Feind außerhalb eurer Sichtweite ist, heißt es nicht, dass er inaktiv irgendwo abhängt. Das ist vor allem deswegen wichtig zu beachten, da es darum geht, so unbemerkt wie möglich seine Angriffe zu machen. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten. Schallgedämpfte Munition ist eine davon, aber auch Situationen nutzen, wie explosive Objekte anschießen, damit das Explosionsgeräusch alles andere übertönt. Oder ihr wartet, bis ein Flugzeug über die Insel hinwegfliegt und nutzt die Lautstärke, um unbemerkt zu schießen. Sniper Leap bleibt dabei aber sehr videogamey. Soll heißen, auf der normalen Schwierigkeitsstufe geben euch die Gegner genug Chancen. Sie schießen etwas lahm, sie bemerken nicht so schnell etwas und untersuchen Geräusche im guten Schritttempo. Wer also einmal etwas verhaut, hat noch Chancen. Wer sich konstant dümmlich anstellt, alarmiert die ganze Insel. Wir hatten die ganze Insel alarmiert. Aus jeder Ecke suchten nun feindliche Sniper nach uns und alle hielten Ausschau. Eine coole Situation, wenn auch etwas überfordernd. Den Singleplayer könnt ihr auch komplett in Koop durchspielen. So kann zum Beispiel ein Spieler für die Ablenkung sorgen und ein anderer die Gegner ausschalten. Beim Ausschalten gibt es natürlich die gewohnt brutale Killcam, aber die solltet ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Sniper Elite 4 gab uns das Gefühl, verschiedene Lösungswege für die Aufgaben zu haben. Wenn sich das so durchs Spiel zieht, dann Hut ab. Den zweiten Modus, den wir spielen durften, war ein Wellenmodus, wie er im Buche steht. Ihr schließt euch mit mehreren Spielern zusammen und müsst eine Horde an Gegnern überstehen. Spätestens wenn feindliche Fahrzeuge wie Panzer dazu kommen, wird es wirklich sehr knifflig. Es ist aber gut, dass es diesen Modus gibt, da viel zu viele Spiele auf ihren Wellenmodus heutzutage verzichten. Wer hier ein gut organisiertes Team hat, wird viele spaßige Stunden haben. Alles in allem wirkt Sniper Elite 4 wie eine konsequente Fortsetzung. Da es kaum Konkurrenz in diesem Bereich gibt, kann man nicht mehr gestört davon sein, dass sich alles sehr wie die Vorgänger anfühlt. Störend bei dieser Session war nur das Gefühl, komplett an die Hand genommen zu werden. Und das Radar sowie die Trefferhilfe einen zu mächtig machen. Da muss man dann schauen, inwiefern der Schwierigkeitsgrad das beeinflusst. Bisher macht das Spiel aber eine gute Figur und wir wollen unbedingt mehr davon sehen. Ein vollständiges Review mit einer möglichen Kaufempfehlung folgt dann Anfang Februar.